Ja, Sie sind jetzt schon sehr gut begrüßt worden, auch im Namen der Humanistischen Akademie. Ich schließe mich da an, möchte nur einen wichtigen Dank noch hinzufügen. Dieser geht an die Friedrich-Ebert-Stiftung, insbesondere an Dietmar Moltagen und sein Team, die es uns ermöglicht haben, erneut eine gemeinsame Tagung durchzuführen und das noch erneut in diesen schönen Räumen hier. Vielen Dank dafür. Ein paar wenige Sätze zur Humanistischen Akademie. Das ist das Studienwerk, das Studien- und Bildungswerk des Humanistischen Verbandes. Beim Humanismus, so wie wir ihn dort verstehen, handelt es sich um eine nicht-religiöse Weltanschauung, orientiert an Prinzipien wie Selbstbestimmung, soziale Verantwortung, Toleranz, Weltlichkeit und auch Lebensfreude. Die Akademie nimmt Fragen und Probleme auf, die sich aus der vielfältigen humanistischen Praxis ergeben, greift zurück auf Forschungsergebnisse aus den Natur- und Geisteswissenschaften, insbesondere auf die Humanismusforschung, und trägt auf diese Weise bei zur beständigen Weiterentwicklung eines zeitgenössischen humanistischen Selbstverständnisses. Wir veranstalten wissenschaftliche Tagungen und publizieren Ergebnisse in unseren Schriftenreihen. Sie finden draußen auf dem Büchertisch einiges. Und nicht zuletzt bieten wir Fortbildungsveranstaltungen zur beruflichen und politischen Bildung an. Auch da stehe ich gerne zur Verfügung, wer noch mehr wissen möchte. Nun aber zum Thema. Demokratie als Lebensform, humanistische Antworten auf die autoritäre Herausforderung. Ich will dazu einleitend für uns noch ein paar Fragen formulieren. Erstens, um was für eine Herausforderung handelt es sich da eigentlich genau? Ist die Herausforderung nur eine deutsch-nationale Rechtspartei, die man gerne wieder aus dem Parlament haben möchte? Und ich gebe zu, Krawatten mit deutschen Jagdhunden sind ja schon rein ästhetisch eine enorme Herausforderung. Oder aber ist die Herausforderung viel größer, nämlich die einer sich ausbreitenden deutsch-nationalen Kultur? Der FPD-Politiker Wolfgang Kubicki formulierte bei Maybrit Illner: Die AfD ist wie ein kleiner Stein im Schuh, stört und muss weg. Das war einerseits ja durchaus wohltuend, denn es gibt sicherlich auch ein Übermaß an medialer Aufmerksamkeit, die den politischen Gegner eher noch weiter aufbaut. Andererseits aber sicher wird eine solche Haltung wohl kaum ausreichen, um die Probleme wirkungsvoll zu bekämpfen. Ja, im Titel heißt es autoritäre Herausforderung. Das akzentuiert die Vermutung, es gibt verbreitete antidemokratische Einstellungen. Viele wünschten sich das Ende der Quasselbude Parlament, ein oder mehrere starke Führer, die gute alte patriarchalische Familie und mehr Disziplin und Zucht in den Schulen. Wie bedeutsam ist dieser Aspekt des Autoritären? Mehr ist sonst die Rede von einer sogenannten populistischen Herausforderung. Populismus, man könnte sagen, hat sich gut eingebürgert als Wort, ist bestens integriert. Das meint ein Politikangebot, das mit scheinbar einfachen Lösungen die Gunst der Bevölkerung zu gewinnen versucht. Ist aber damit die Herausforderung wirklich gut beschrieben? Einfache Lösungen hören wir auch von anderen. Außerdem erweckt die Formulierung Populismus den Eindruck, es ging in den Wählerinnen und Sympathisanten solcher Parteien sämtlich nicht um ernstzunehmende Fragen und Probleme. Und denn oft zu lesen und zu hören ist ja auch, und auch das wird zu prüfen sein heute, Globalisierung, Digitalisierung, der kulturelle Wandel im eigenen Land, Individualisierung und Pluralisierung von Lebensformen, die Zustände in der internationalen Politik, das würde viele Menschen verunsichern. Gehört also vielleicht zur aktuellen Herausforderung, um wie es uns hier heute gehen soll, vielleicht auch diejenigen, dass es in Zeiten des kulturellen und politischen Wandels einen Bedarf an Orientierung gibt. Demokratie als Lebensform, humanistische Antworten auf die autoritäre Herausforderung. Die Logik des Titels besagt, dass die Demokratie als Lebensform eine humanistische Antwort auf diese Herausforderung ist. Demokratie als Lebensform, das ist in dem Sinne eine politische Antwort, als sie auf politische Teilhabe und Aushandlungsprozessen untergleichen setzt. Es wären aber auch durchaus andere Antworten denkbar. Zum Beispiel soziale Umverteilung.
eine ökonomische Antwort. Oder eine Antwort Bildung und Aufklärung, also eine pädagogische Antwort. Je nachdem, wie man also die Herausforderung genau bestimmt, vor der wir da stehen, wird man auch diese und andere mögliche Antworten zu gewichten haben. Der Titel besagt, wir suchen humanistische Antworten. Antihumanistische Antworten gibt es sicherlich genug. Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, Grenzabschottung, Obergrenzen oder wie immer man das jetzt gerne neu nennen möchte, für Asylberechtigte oder Schutzberechtigte. Was aber sind dagegen genau humanistische Antworten? Und damit kann ich überleiten zu unserem ersten Redner heute. Julian Niederrümeling ist seit vielen Jahren, ich denke, der einzige prominente, politisch denkende Intellektuelle, der einigermaßen unerschrocken und bejahend mit dem Begriff Humanismus operiert. Er ist ein politisch denkender Philosoph, was in unserer Zunft auch keine Selbstverständlichkeit ist. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit gesellschaftspolitischen Fragen und publiziert intensiv dazu. Aktuell zu nennen ist sicherlich der Band Über Grenzen denken, eine Ethik der Migration, der ist in diesem Jahr erschienen. Zu erinnern in unserem Kontext sicherlich auch an den Band Humanismus als Leitkultur, ein Perspektivwechsel aus 2006 oder aus 2013 die Philosophie einer humanen Bildung. Ein richtig verstandener Humanismus ist die Antwort auf die aktuelle Unordnung der Welt. Das ist die zentrale These des 2016 erschienenen Bandes der humanistischen Reflexion von Julian Niederrümeling. Ein Zitat: Ich bin davon überzeugt, dass die neuen Fanatismen und Fundamentalismen, die Kommerzialisierung und Infantilisierung der westlichen Kultur und der Kulturen weltweit nicht nur einer philosophischen, sondern auch einer politischen Antwort bedürfen und dass diese humanistisch sein sollte. Damit ist natürlich dem Humanismus so allerhand aufgebürdet. Lieber Herr Niederrümeling, wir freuen uns, dass Sie da sind und sind gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort.